So Leute, bevor ich jetzt gleich doch live gehen werde, seht ihr schon, die Verteilung der Punkte hat sich komplett verändert. Also, Division 1, ist klar, hat ja gerade erst alles angefangen. Wir bekommen jetzt inzwischen für Top 50 10 Punkte, Top 30 10 Punkte, Top 20 10 Punkte. Wenn wir in die Top 10 kommen, 15 Punkte, Top 3 nochmal 10 Punkte und für den epischen Sieg nochmal zusätzlich 50 Punkte. Dann bekommen wir nochmal für jeden Kill bekommen wir jetzt 20 Punkte. Für die Top 35 nochmal 10 Punkte. Also ungelogen, ich habe jetzt eben eine Runde gespielt. Ich glaube, ich war Dritter, Vierter. Habe aber keinen einzigen Kill gemacht, habe 145 Punkte. Also die Punkteverteilung hat sich auf jeden Fall deutlich verändert. Und ich denke mal, dass jetzt noch aggressiver gespielt wird, da 20 Punkte... Ne, warte, wie viel habe ich jetzt gesagt? 20 Punkte? Ihr wisst selber, ich spiele eigentlich nicht so viel. Doch, 20 Punkte. Aber die Platzierung, man bekommt halt schon ab Platzierung 50 10 Punkte. Also man wird dauernd belohnt für das Weiterkommen im Spiel. Also ist auf jeden Fall mal interessanter als vorher, finde ich persönlich. Schreibt mal in die Kommentare rein, für alle, die die Arena spielen. Welche Art und Weise findet ihr besser? Die alte oder die neue? Also in dem Sinne, vergesst nicht ein Like aufs Video da zu lassen. Ich werde dann gleich auch live kommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.